Hey Jungs, hi, kommt rein. Hi, herzlich willkommen in Belgrad. Wir werden die Tage richtig coole Sachen machen. Ich werde mich morgen auch als Weihnachtsmann verkleiden und in unsere Stiftung ein paar Kinder besuchen gehen. Und die Tage werden wir euch ein bisschen mitnehmen mit ein paar coolen Fotoshootings. Und heute fangen wir schon an. Jetzt machen wir uns ready für den Sport. Ab an die frische Luft. Na, Leute? Zum Sport aber jetzt den Aufzug nehmen oder wie, oder? Das gilt nur für euch. Ich gehe die Treppe. Mädchen, hier! Wie wichtig ist Sport für dich? Sehr wichtig. Ich mache diese Klimmzüge schon mein Leben lang und es geht immer einfach. Ich kann sogar mit einem Arm. Aber das braucht alles Übung. Genauso ist es auch mit dem Erfolg, weißt du? Du hast einen richtigen Mentor. Morgen ist ja der Nikolaustag und da brauchen wir natürlich Kraft und deswegen gehen wir uns jetzt ein bisschen vorbereiten. Haben wir das Thema Einwandbehandlung. Das vorhin war die Einwandsbehandlung beim Setting und jetzt kommt die Einwandsbehandlung beim Closing. So, wir machen jetzt eine kleine Challenge gegen René. Ja, René ist aber ein Experte, hat schon mehrere Jahre Erfahrung, ich mache das zum zweiten Mal und wir haben nur 3 Schuss drin in der Munition und es geht darum, dass ich meine links die 3 runterballere und er seine und wir schauen mal, wer das am schnellsten erledigt. Ne? Auf ein faires Spiel. Auf ein faires Spiel. Go! Warte! Sorry, warte! Ich hab voll aus dem Versehen habe ich seinen Rechten getroffen, Bro. Sorry, Bro. Ich schwör's dir, ich hab deinen getroffen. Nein, den hab ich getroffen. Nein, ich hab deinen getroffen. Nochmal. 3, 2, 1, go! Bravo! Wow! Nicht schlecht, der Sport. Ich dachte, weißt du, ich lass ihn mal. Ich lass ihn einmal gewinnen. Ja, es hat jetzt einfach, war interessant mit dem René ein Duell zu machen, aber er ist ja kein Profi, ja. Aber ich messe mich gerne immer mit dem Besten und Igor macht das ja professionell. Oder? Ja, IPSC Shooting, das ist der International Practical Shooting Challenge. Und ja, da schon seit 2,5 Jahren nehme ich teil mit. Okay, das heißt, du gehst so Wettkämpfe und machst ja, das? Nur ein IPSC-Stage sieht nicht so aus, der sieht anders aus. Da muss man sich auch bewegen, schnell die Wechselung machen und alles. Aber denkst du, schaffst du jetzt in einem Atemzug, also weißt du, alles runterzuballern? Schießen ist jedes Mal anders, aber ich gehe mit dem Besten. Okay, gegen so einen möchte ich mich messen, denn ich messe mich immer nur gegen die Besten. Also zeig, was du drauf hast, Junge. Dieser geht nicht runter. Naja, ich würde jetzt mal sagen, das war jetzt nicht schlecht, ja? Aber ich zeige dem Jungen mal, wie es richtig geht, ja? Ich
was soll ich sagen, weißt du? Entweder kannst du es oder du kannst es. Oh, 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 Motherfucker. Wie geht's dir? Milan, erzähl mal, was machst du heute? Ja, heute nehmen wir euch mal mit, weil ich habe ja hier eine Stiftung in Belgrad schon seit 2016 und wir unterstützen hunderte von Familien und einmal im Jahr verkleide ich mich als Nikolaus und gehe die Neuen besuchen. Wir nehmen immer wieder neue Kinder, neue Familien auf und da möchte ich mich auch mal selber mal vor Ort überzeugen, wer die sind und verkleide ich mich als Nikolaus und gehe denen ein bisschen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Ja? Wie lange machst du das schon? Boah, seit 2016, was sind das, 8 Jahre? Und wo überall? Durch ganz Serbien verteilt. Also wir haben auch in der Hauptstadt Belgrad, aber auch außerhalb, Westen, Norden, Süden, überall. Unterstützen wir schon seit einiger Zeit. Die haben jetzt das 10. Kind bekommen. Der Mann ist krank, bettlägerig, kann natürlich nicht für die Familie sorgen. Und die Mutter ist alleine, die kann die Kinder nicht alleine lassen, hast du gesehen. Alles Kleinkinder. Und die unterstützen wir mit Lebensmitteln jeden Monat, mit medizinischer Versorgung. Du schenkst ihnen was? Und sie öffnen das Geschenk, nehmen die Geschenke und schenken es dir wieder. Ja, sie haben nichts, aber schenken weiter. Das fällt mir immer wieder auf. Wir haben jetzt 18 Uhr ja, und wir sind jetzt auch zu Ende mit unserem Tagesablauf. Das heißt, heute war echt beeindruckend für mich. Wir haben ja mehrere Familien besucht und jetzt zuletzt waren wir auch bei einer Institution. Und ja, ihr habt ja gesehen, was wir alles machen. Also wir unterstützen Familien, Einzelfamilien, meistens mit kranken, betagten Kindern, unterstützen die Familien nicht in Form von finanzieller Hilfe, dass wir das Geld physisch denen in die Hand geben, sondern mehr durch Lebensmittel, durch Nahrung, durch Medikamente, Kleider, Holz, einfach halt lebensnotwendige Sachen. Und für mich war eines der größten Erkenntnisse heute, ich habe ja immer wieder, ich mache das seit 8 Jahren, am Anfang war das für mich halt sehr emotional vieles und heute habe ich mich daran gewöhnt. Doch heute habe ich festgestellt, wie wichtig das ist, dass wir auch so Institutionen unterstützen. Ja? Da hat man gesehen, der Mann, der hat ein krankes Kind und das Kind wollten die bei der Geburt nicht mehr ans Leben halten und er hat sich aber eingesetzt für das Kind und unterstützt jetzt andere Familien, die dasselbe Schicksal haben und hat wie eine kleine Foundation gemacht, hat aber kein Geld, ja, und wir unterstützen das Ganze, haben diesen ganzen Raum eingerichtet und war schön für mich jetzt, das wirklich mal live zu sehen,
was der Mann alles auf die Beine gestellt hat. Ich meine, ich sehe das wie ein Multiplikator von dem, was wir machen. Und er unterstützt jetzt hier 10 Familien mit circa 20 Kindern und macht immer mehr und mehr Werbung. Und für mich war jetzt die größte Erkenntnis und das Learning, dass wir nicht alleine sind, sondern dass wir vielleicht viel mehr solche Menschen unterstützen, damit sie wieder eine Masse unterstützen können. Und ja, das war eigentlich so heute eines der größten Learnings für mich. Hallo Leute, hi, schönen guten Morgen. Ja, wieder neuer Tag. Gestern habt ihr gesehen, mit den Kids war echt anstrengend, aber auch sehr schön, hatte sehr tolle Erkenntnisse. Habe auch sehr wenig geschlafen, aber nichtsdestotrotz, heute ist ein neuer Tag und heute nehme ich euch mit und wir machen ein paar geile Sachen. Kommt mit. Das war ich vor 2 Jahren. Ja, leicht zu erkennen. So, jetzt machen wir was noch für die Muskeln und ab ins Gym. So, jetzt gehen wir noch eine Kleinigkeit zum Frühstück holen und später, da werden wir so richtig reinballern. Wir haben jetzt Winterzeit und die 2 Kameraleute hier, die Deutschen, fühlen sich ein bisschen krank und wollten einen Immunbooster. Also hat mein Mitarbeiter uns da was Gutes empfohlen, ein Medical Time. Und jetzt gehen wir uns da ein bisschen was reinpfeifen. Ja, weil nicht jeder ist halt so stark wie Onkel Milan. Vor allem nicht diese 20-Jährigen hier. Also kommt hier rein. Wie lange, welche Tests machen Sie jetzt da? Ja, die haben zuerst bei ihm einen Behindertentest gemacht, den hat er bestanden mit Bravour und das wurde jetzt wirklich festgestellt, die Diagnose ist, er ist schwul. B. Das habe ich drauf. Nee, ich muss immer nur wegschauen. Das habe ich jetzt gar nicht gespürt. Also die hat wirklich ein geiles Händchen. Das ist einer meiner Lieblingsläden. Hier hole ich mir jeden Morgen meine Säfte oder wenn ich mit so Leuten wie euch unterwegs bin, halt abends. Alles fresh. Das passt zu mir. Playboy. Das ist mit Apfel und Nüsse. Da haben wir hier Apfel, Ananas, Orangen und Ingwer. Wieder Saura. Da. Ich war als Weihnachtsmann verkleidet, also ohne Bart, ohne nichts. Und da hat sie gesagt, darf ich ein Foto schießen? Habe ich das gewährleistet? Und da hat sie gesagt, oh, schade, dass der Weihnachtsmann keinen Bart hat. Da bin ich extra ins Auto, habe mir nochmal einen Bart montiert und alles, bin zurück und die hat fast geheult vor Freude. Und jetzt konnte sie sich an meine Stimme erinnern.